Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Und ja, wir müssen jetzt gucken, ob es hier safe ist. Wir haben erfahren, Dina ist schwanger. Das Kind ist nicht von uns. Brauchen wir schon mal keine Alimente zahlen und nix. Und uns auch nicht drum kümmern. Sie ist völlig fertig. Hat man jetzt zuletzt schon gesehen, war echt, war knapp. Und jetzt sollen wir gucken, ob es hier safe ist. Und ja, war ein bisschen unsensibel von Ellie, aber hat ja natürlich auch irgendwo recht, ne? Wenn Dina es schon wusste und Ellie sagt schon, wir hätten umkehren können, dann siehst du schon, dass Dina ihr wichtiger ist, als Rache zu nehmen. Und ja, anstatt dass die Sina was gesagt hat, um keine Belastung zu werden, ist sie eben genau dadurch jetzt zu einer Belastung geworden, weil jetzt müssen wir sie halt heftig beschützen, weil sie trägt ein kleines Menschlein in sich. Ist aber, glaube ich, vielleicht erstmal im zweiten Monat vielleicht. Also zu sehen ist, glaube ich, noch nichts. Sie ist auch noch ein bisschen drüber, ist ein paar Wochen her jetzt, aber okay, wir gucken uns mal ein bisschen um. Ob wir irgendwo was finden, können wir lang? Nein. Wir müssen natürlich gucken, ob sie auch sicher ist, ne? Weil die Tür war nicht verriegelt. Das heißt, rein theoretisch. Okay, hier stehen auch Vorräte. Oder standen Vorräte. Treppe nach unten ist blockiert. Da ist eine Tür. Aufs Klo. Aktuell fühle ich mich tatsächlich zum ersten Mal seit langem nicht unwohl. Weil ich höre keine merkwürdigen Geräusche, ich höre kein Knarzen und nix. Aber aufpassen, ne? Vielleicht möchte das Spiel auch, dass ich mich einfach nur sicher fühle. Und das wäre natürlich verkehrt. Wir müssen halt auf der Hut sein. Ich hoffe natürlich auch immer, dass wir alles finden. Auch alle Fertigungshandbücher und so. Weil uns fehlt noch was beim Crafting. So, hier haben wir wieder alles voll. Die müssen wir... Ich glaube, die können wir mal machen, oder? Das brauchen wir für einen Schalldämpfer. Und das brauchen wir dafür. Haben wir voll. Uns fehlen, vermute ich mal, noch zwei Waffen. Da sind noch... Hä? Ach, das geht immer nur einmal. Ach so. Und wenn die kaputt ist, ist sie kaputt. Ich dachte, wir können die damit immer wieder reparieren. Oh, okay. Ja gut, dann ist ja doof. Dann muss ich ja natürlich... Dann muss ich natürlich austauschen. Dann habe ich natürlich schon ein paar... Mir kam das erst so rüber, als ob wir die dann immer wieder reparieren können. Aber können wir gar nicht. Okay. Was haben wir überhaupt? Die Machete. Oh, ein Zettelchen. Ich frag mich, wie viele in diesem Stück sterben. Pineapple Theater präsentiert eine amerikanische Tragödie. Cassandra. Und ich muss ab sofort immer Dreieck drücken, um zu versuchen, Blätter zu wenden. Weil manchmal wird das gar nicht angezeigt, dass wir wenden können. Und wir können es aber trotzdem. Komme ich hier so durch? Nö. Okay, sind hier Sachen drin? Alles leer geräumt. So, da wäre noch eine Tür und da geht's nach oben. Ich würde mal vermuten, dass es durch die Tür geht jetzt in den Saal. Und den würde ich gerne erst von oben checken. Schwanger. Scheiße, schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Tja. Sie wollte unbedingt dabei sein. Ob das so schlau war, weiß ich nicht. Guck mal, warum guckst du hier nicht rein? Da sind Munitionskisten, das ist eine große Tasche, da könnten doch Dinge drin sein. Guck da doch mal rein, Mensch, Mädchen.
Draußen regnet's. Ja, ich habe ein Knarzen gehört. Jetzt fühle ich mich wieder unwohl. Ist das nicht toll? Das Spiel ist so gut. Ich hasse dieses Spiel. Und noch ein Zettel. Na, hier hat jemand kampiert. Fragt sich nur wer. 4. September. Ich, Paris, Green und Adams haben es vor 2 Tagen zum Horchposten geschafft. Und bisher läuft es insofern gut, dass die WLF hier noch nicht aufgetaucht ist. Die Stadt ist an die WLF gefallen. Nur durch pures Glück und gutes Timing konnten wir aus dem Hauptquartier entkommen. Torres, Ward und die anderen sind wahrscheinlich tot. Wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Im Moment bin ich einfach nur froh, dass ich am Leben bin. 6. September. Ich kann nicht schlafen. Ich habe hohes Fieber. Keine Medikamente. Ich habe überall gesucht. Wir haben nichts außer unseren Uniformen. Über Funk kriegen wir keinen Kontakt. Wie viele von uns haben es rausgeschafft? 7. September. Ich habe immer noch Fieber. Ich habe keine größeren Wunden. Es kann also eigentlich keine Infektion sein. Die anderen wollen warten, bis es dunkel wird. Und dann im Krankenhaus Medikamente für mich besorgen. Und Vorräte für die Weiterreise. Wohin auch immer. Sie sind echt okay. 10. September. Das dürfte nicht so lange dauern. Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Weil ich weiß nicht. Okay. Die Notiz ist alt. Trotzdem. Lieber vorsichtig. Genau. Die anderen sind nicht wiedergekommen, nur was ist aus ihm geworden, der Fieber hatte? Er hat keine größeren Bisswunden, sagte er. Er hat aber nicht gesagt, dass er keine Bisswunden hat. Nur, dass er keine größeren hat. Also von daher müssen wir leider echt aufpassen. Scheiße. Aber es hat Ellie zum Glück auch gut erkannt gleich. Tiz ist zwar alt, aber trotzdem vorsichtig sein. Also ich höre keinen Runner, aber es könnte natürlich ein Stalker sein, wenn er sich verwandelt hat. Oder er ist halt losgegangen und hat seine Comprades gesucht beim Krankenhaus. Also irgendwo ist hier auch ein Krankenhaus anscheinend in der Nähe. Ich hoffe, ich muss da nicht hin. Vielleicht lebt der Typ ja auch noch und versteckt sich nur gerade oder keine Ahnung. Macht irgendwas. Weil warum stehen hier zum Beispiel auch so viele Flaschen rum? Also wir werden hier sicherlich nicht lange sicher sein. Da gehe ich mal stark von aus. So, hier ist sonst gar nichts. Dann haben wir hier. Mitarbeiter. Kann man Türen eigentlich nicht leise öffnen? Also wir haben auf alle Fälle Federal-Soldaten gehabt. Da liegt ein Kabel. Ein Projektorraum. Können wir Kino gucken? Oh, das geht nach draußen, das Kabel. Okay. Warum sollte ich hier Strom machen wollen? Das wäre doch dämlich. Außerdem regnet es doch. Okay, das geht nach oben. Kann ich das Fenster auch wieder zumachen, so wegen der Sicherheit? Ah, okay, das Kabel ist nicht für den Projektor, sondern für die Werkbank. Alles klar. Oh, wir haben noch kaum Waffenteile, oder? Kann ich das irgendwo sehen? 24 haben wir. Lohnt sich überhaupt nicht. Wir können, glaube ich, auch nichts verbessern. Okay, jetzt haben wir 25. 28. Lohnt sich trotzdem nicht. Weiß nicht, war ich nicht sparsam genug oder sind die Werkbänke hier nur großzügig verteilt? Dafür das Werkzeug aber eher weniger. Beziehungsweise die Werkzeugteile.
Noch ein Zettelchen. Funkgerät. Okay. September 13. Durchgestrichen. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen. Und dann nicht durchgestrichen. Sie kommen nicht zurück. Entweder sind sie überfallen worden oder sie haben mich im Stich gelassen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank geworden bin. Wenigstens ist das Fieber jetzt weg, aber dafür sterbe ich vor Hunger. Ich sollte mir in den Häusern hier was zu essen suchen und dann mal sehen, ob ich irgendwen über Funk erreichen kann. 15. September. Der Dauerregen bedeutet zumindest, dass ich nicht verdurste. Leider setzt dadurch auch ständig die Stromversorgung aus. Nicht gerade günstig, wenn man funken will. Was? Nicht gerade günstig, wenn man funken will? Nicht, es antwortet ja sowieso niemand. Die WLF kann unmöglich alle Fedra-Horchposten ausgelöscht haben. Niemals. Ich muss es weiter versuchen. 16. September. Ich habe geträumt, dass ich an einer Schusswunde verblutet bin und sie lachend daneben gestanden haben. Vor einer Stunde bin ich aufgewacht. Ich habe den ganzen Körper gezittert. Ich brauche eine Zigarette. Man sollte ja meinen, dass in einem Theater irgendwo ein oder zwei Päckchen herumliegen, aber nichts. 19. September. Der Strom ist schon wieder aus. Ich werde mal aufs Dach steigen und nachschauen, ob ich ihn wieder zum Laufen kriege. Und jetzt liegt er wahrscheinlich da oben und ist verblutet. Oh, ist ein Funkgerät. Gut, geht nicht, weil kein Strom. Oh, Alkohol ist voll. Ja, dann mache ich mal einen Molly. Erstmal ein. Zünd den doch nicht immer gleich an, Mädchen. Was ist denn mit dir? Funkgerät brauchen wir nicht probieren. Jetzt definitiv kein Strom an. Ist hier oben eine Werkbank? Sieht nicht werkbankerig aus hier. Ich fummel trotzdem mal dran rum. Ich muss den Strom einschalten. Jetzt frage ich mich aber, wen willst du anfunken? Und wo ist der Typ? Ich kann da leider kaum was erkennen, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, der steht wahrscheinlich hinterm Vorhang. Oder er liegt halt oben auf dem Dach. Also ich schalte jetzt noch keinen Strom ein. Ich gucke erstmal hier drinne, ob alles safe ist. Klar, ne? Weil wir müssen, bevor wir jetzt hier irgendwie anfangen, Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und dann eventuell von innen und von außen angegriffen werden, müssen wir natürlich erstmal gucken, ob von innen alles clear ist. Okay, hier ist sonst nix. Da ist die Tür zu. Dann bleibt nur noch der Vorführraum. Also der Vorstellungssaal. Vorführraum war ja gerade oben. Jetzt haben wir hier 34 Days. 34 Tage. Ja, okay, nur 28 Days later. Okay, dann haben wir hier oben. Dann können wir jetzt unten durch die eine Tür gehen. Und erstmal alles abchecken. Ich meine, die Tür war nicht verriegelt. Das heißt, das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass der Typ gegangen ist. Eventuell. Und ansonsten müsste er ja eigentlich verriegelt sein. Also auch noch wieder dämlich. Schlüssel nötig. Ja, dann müssen wir doch aufs Dach. Okay. Wenn wir jetzt noch einen Schlüssel brauchen, dann könnte ich mir vorstellen, der Typ hängt da oben rum und ist tot. An einer Schusswunde gestorben. Ich finde Generatoren immer sehr laut. Ich weiß nicht, ob das Aufmerksamkeit erregt. Ich würde es ja meinen. Oh, nice. Sie setzt ihre Kapuze auf. Geil. Nettes Feature. Wir werden auch nass. Boah, guck mal, wie böse die guckt. Die guckt wie ich, Alter. Hier war auch ein Access Point Hospital. Also da ging es auch zum Krankenhaus. Das heißt, seine Leute sind irgendwo da hingegangen. Das sieht aus wie ein Parkhaus oder sowas.
weiß auch keine Ahnung. Ich weiß auch wirklich nicht mehr, wo ich bin. Da ist ein Parkhaus neben uns. Wir haben keine Karte. Ein Nass. Oh, der Regen hört sich auch mega geil an. Es müsste doch jetzt hier auch mega gut riechen, oder nicht? So, kennt ihr das, wenn das so nach Sommerregen riecht? Ich meine, ich weiß nicht, welche Jahreszeit wir haben, aber so kalt scheint es nicht zu sein. Auch schön, wie wir nass werden. Und wie alles auch nass wird. Auch so wie es so runterläuft. Guck mal, am Gewehrschaft. Wie sich langsam das Holz verfärbt. Und wir immer nasser werden. Richtig nice aus. Wahrscheinlich pimmelt er da oben irgendwo rum. Wenn er sich verwandelt haben sollte, sein Fieber ist weg. Aber er hat Hunger. Eine Satellitenschüssel da hinten. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie nachher hinter. Okay, in Sichtweite ist noch nichts, aber naja, wie gesagt, wenn es ein Stalker ist, dann sehen wir den sowieso nicht. Weil hier alles heftig überwuchert ist, ne? Die Natur holt sich alles wieder zurück. Und wir brauchen Schlüssel. Es ist halt die Frage, ist das von innen abgeschlossen oder von außen? Wenn von innen, dann ist der Typ da. Dann ist nur die Frage, was ist aus ihm geworden? Liegt er da tot? Nee, da liegt er tot. Lampe an, ja. Und der ist aber schon länger tot. Hier sind ein paar Teile. Okay, wie lange ist das her? Warte mal, was sagten die vor? Zehn Jahren ungefähr, ne? Also ungefähr 10 Jahre ist Fedra hier weg. Okay, der wurde gegrillt. Ja, sieht gut aus. Generator ist wahrscheinlich aus, so wie es aussieht. Shit. Bist du hinüber? Warst wohl kein besonders guter Elektriker. Nein. Das Kabel ist doch durch, oder nicht? Nee, ist noch da. Aber er hat einen heftigen Stromschlag bekommen und ist dann tot. Ja gut. Aber ich sehe auch keinen Schlüssel. Ich weiß auch nicht, wie du anfunken willst, ehrlich gesagt, Mädchen. Ist da noch was drin? Anscheinend. Huch. Einmal zu früh. Also, das ist bestimmt total safe. Brennt bestimmt auch nichts weg oder so. Hier ist heftig zugewuchert. Also, wir haben aber nur noch keinen Schlüssel, ne? Aber wahrscheinlich hat Dina jetzt einen gefunden oder so. Oh Mann, ey, das lockt doch immer Leute an, sowas. Wen willst du denn anfunken? Oder haben die ein Jackson-Funkgerät? Kennst du die Frequenz, auf der sie funken? Ist die leider oben oder unten? Die ist oben, ne? Gut, also hier kommt schon mal keiner hoch. Können wir die runterlassen? Nee. Dachte nur so als Fluchtweg vielleicht. Fenster zumachen wäre vielleicht gar nicht so blöd. Okay, Funkgerät funktioniert. Die Tür ist aber zu. Warum ist die Tür zu? Wenn ich die jetzt auch zumache. Okay, hier ist jetzt Strom, aber wir haben trotzdem keinen Schlüssel.
Was ist das? Okay. Kannst du das Funkgerät wieder ausmachen? Ich finde die Geräusche nicht so toll. Also wir mussten jetzt den Strom anschalten, damit sie gegen das Funkgerät haut, damit wir den Schlüssel finden. Wow. Voll so, voll so. Ja, super, hier ist überall Strom jetzt. Ist ja schön, dass hier Licht leuchtet, aber bin mir nicht sicher, ob ich das gut finden soll. Weil sowas zieht doch unweigerlich Aufmerksamkeit auf sich. Kannst du mir doch nicht erzählen. Und ganz ehrlich, wenn die Jungs von der WLF hier rein wollen, da wird die Tür da mit dem Stuhl drin nicht aufhalten. Dina scheint zu schlafen. Und die Tür ist also von außen verschlossen. So gut, der Typ ist tot, also was soll hier sein, ne? Okay. Die eigentlich wichtige Frage ist, warum hat der abgeschlossen? Ich bin sehr misstrauisch, man merkt es vielleicht. Das zu, Vorhang. Ich höre das Funkgerät, ja, ganz toll. Da ist auch zu, es bleibt also nur der Vorhang. Da oben müsste man doch noch irgendwie hinkommen, oder nicht? Da hinten ist ein Oberlicht. Hier führt aber nichts hoch. Kann auch sein, dass wir die Treppe schon gesehen. Ach, das ist bestimmt, wo verbarrikadiert war. Hallo? Ist da jemand? Warum war hier abgeschlossen? Da liegt, glaube ich, ein Zettel. Sitzt da einer oder was ist das? Da liegt ein Zettel. Sick Habit. Krass. The Sick Habit mit Brick Shithouses. Pineapple Theater, 14.09.13, $25 am Einlass. Alle Erlöse gehen an das Kinderzentrum Seattle. Und die Sick Habit Setlist. Settle for less, who can say? Once more, unto the breach. Hideout, running towards my problems. Possession, the light of two minds. Zugabe, Armstrong und Holly. QED. Okay. Okay. Weil sie hätte wenigstens das Funkgerät ausmachen können. Was erwartet sie denn? Ich will das nicht tun. Da sind Puppen. Oh, gruselig. Niemals.
Eine Gitarre. Nice. Das klingt doch allmählich nach was. Ach, ich bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Oh, Flashback-Zeit. 3 Jahre zuvor. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Hey, Joe. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst du eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Wieso sagst du da nicht einfach ein Haufen Kätzchen? Ich weiß nicht wieso. Es heißt einfach Wurf. Boah, wie schön das hier ist, ne? Guck dir's mal an. Ich liebe Wasser in Spiegeln, habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Ah! Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Hey, er hat dir offensichtlich das Schwimmen beigebracht. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Komm her, zieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja. Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Schöne Arschbombe. Siehst du, er hat die Gitarre spielen beigebracht. Schwimmen. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das.